Yo, hi Leute, Danny hier. Heute mal mit einem Video über die Gigabyte GTX 670 4GB Version. Der genaue Modellname ist GV-OC4GD. Und zwar mache ich dieses Video, weil mich einfach sehr viele danach gefragt haben, ob es denn wirklich einen Unterschied von der GTX 670 zur GTX 680 gibt und ob sich da dieser kleine Preisaufschub lohnen würde oder eben nicht. Und ja, ich würde sagen eher nicht. Ich zeige euch jetzt einfach mal hier zwei Benchmark-Tests und da könnt ihr sehen, dieser Unterschied ist wirklich sehr gering. Ich denke nicht, dass da dieser Preisaufschub gerechtfertigt ist, aber das muss jeder für sich selber entscheiden. In den Spielen macht es dann 5 bis 10 FPS maximal aus und ja, ich denke, das lohnt sich einfach nicht. So, und hier habe ich euch nochmal die wichtigsten Informationen zur Grafikkarte eingeblendet. Mich persönlich interessieren sie eher weniger, weil letzten Endes kommt es nur auf die FPS und die Performance in-game an. Und deswegen switchen wir auch gleich zur nächsten In-game-Szene. Ihr müsst dann halt selber vielleicht Pause drücken, wenn ihr alles lesen wollt. Aber wie gesagt, mich interessiert es eher weniger. Gut. Jetzt haben wir hier Crysis 3 am Start, das ist wohl eins der neuesten Spiele momentan, was am meisten FPS frisst von allen. Und wir sind ja auch schon direkt an einer sehr FPS-lastigen Stelle, mit diesen geilen Lichteffekten und dem Regen, der herunterprasselt. Oben links habe ich mit der X-Tory recorded, da könnt ihr die FPS schön sehen, bleiben fast immer konstant über 100. Und ja, also wirklich ein geiles Spiel, geile Grafik und die Performance ist mit der Grafikkarte wirklich einwandfrei, perfekt spielbar. Bei manchen Stellen geht es dann auch mal unter 80 FPS, wenn jetzt wirklich richtig viele Gegner am Start sind. Aber ich meine, das ist ja wirklich immer noch perfekt spielbar. So, mehr gibt es eigentlich gar nicht dazu zu sagen. Ich hoffe, ich konnte eure Frage beantworten. Wie gesagt, wenn ihr euch einen neuen PC holen wollt oder aufrüsten wollt, um Spiele wie Crysis 3 und so weiter zu zocken, dann holt euch die Grafikkarte, es lohnt sich auf jeden Fall. Und im Vergleich zu anderen ist sie auch wirklich preiswert. Und zu guter Letzt zeige ich euch jetzt nochmal eine richtig geile Spieleszene aus Crysis 3. Alles auf den höchsten Settings, in Full HD aufgenommen mit der X-Tory. Zieht's euch einfach mal rein, ich wette, danach seid auch ihr begeistert von der Grafikkarte. Und ja, haut rein, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Ja, ich mach euch alle fertig. Komm schon, traut euch, komm her. Bist du verdrückt? Die Geschütze machen dich fertig. Ah, verstehst du's langsam? Die haben meinen Nanosuit, Prophet. Ich bin ein Mensch. Ein Mensch? Weißt du, was ich geopfert habe, um die Seth zu stoppen? Wie kriege ich das je zurück? Ah, Scheiße. Wie sieht dein Plan aus? Unterstützung. Ziel erfassen und zerstören. Aufklärung. Du machst den lustigen Teil. Das ist nicht der Psycho, den ich kannte. Die Dinge ändern sich.